Wir starten unser Rezept mit ein paar gehäuteten Hähnchenbrüsten, vom Knochen gelöst, und das Schöne hierbei, bei dem gesamten Kochprozess reichen bei den Mengenangaben immer ungefähre Werte, denn dieses Rezept kann man ohne Vorkenntnisse locker mit ein wenig Augenmaß zubereiten. Sobald unser Fleisch portioniert ist, bereiten wir unsere Panierstraße vor. Dafür eine Handvoll geschälte Erdnüsse auf der Arbeitsplatte verteilen und mit einem großen Messer fein hacken, damit die Erdnussstücke als Teil unserer Panade nachher besser am Fleisch haften können. Zusätzlich in einer separaten Schüssel ein paar Löffel Mais oder Kartoffelstärke für den extra Crunch. Unsere Stärke wird gewürzt mit etwas koscherem Salz und frisch gemahlenem schwarzen Pfeffer. Das hilft beim Wenden nachher, dass alle Fleischstücke gleichmäßig von allen Seiten gewürzt sind. In einer weiteren Schüssel ein mittelgroßes Ei aufschlagen und leicht schaumig schlagen. Auch kann nach bei Bedarf ein weiteres Ei dazugenommen werden, sollte die Menge nicht reichen. Und zu guter Letzt noch unser Panko-Paniermehl. Auch hier wieder gerade genug, um alle Fleischstücke gleichmäßig zu bedecken, vermischt mit unseren gehackten Erdnüssen. Der Paniervorgang könnte einfacher nicht sein, und zwar nehmen wir ein Hähnchenbrustfilet, ziehen es von allen Seiten einmal durch unsere Stärke, sodass alle Seiten gleichmäßig bedeckt sind, klopfen das Ganze einmal kurz ab und dann geht es weiter ins Ei. Dann noch eine Runde ins Erdnusspanko, hier das Fleisch ruhig ein bisschen andrücken, denn das grobe Panko neigt dazu, nicht ganz so gut zu haften, alles auf einen Teller und mit den restlichen Fleischstücken fortfahren. In unserem nächsten Schritt werden wir unser Fleisch jetzt braten, es ist weniger ein Frittieren, sondern ein schön gleichmäßiges Durchbraten. Dafür eine gute Menge Frittierfett in einer Pfanne auf ca. 170 Grad moderat erhitzen, das Fleisch jetzt nacheinander in die Pfanne geben, denkt da nur über bitte dran, immer vom Körper weg, damit kein heißes Fett ins Gesicht spritzen kann. Sobald die Seiten leicht goldbraun werden, so circa nach 2 bis 3 Minuten, die Fleischstücke wenden und noch einmal jeweils 3 bis 5 Minuten insgesamt von beiden Seiten braten. Bei Bedarf zwischendurch mit etwas Fett beträufeln, aus der Pfanne raus und zum Auskühlen auf ein Gitter zur Seite stellen. So, das Fleisch ist bereit, fehlt noch der passende Erdnussdip. Dafür eine gute Handvoll Erdnüsse auf einem großen Schneidebrett verteilen und mit einer großen Klinge grob zerkleinern. Die Erdnussstücke müssen jetzt nicht besonders klein oder auch gleich groß sein, das gibt dem Ganzen nachher nämlich nochmal eine schöne Textur. Eine große Knoblauchzehe mit der flachen Messerfläche einmal kräftig aufschlagen, das löst nämlich insgesamt die Schale und erleichtert das Schälen. Von der Haut lösen und erst einmal in feine Streifen schneiden, bevor wir die Zehe dann noch einmal fein würfeln und zur Seite geben. Die Pfanne jetzt einmal erhitzen, etwas Sesamöl hinzugeben, unsere grob zerkleinerten Erdnussstücke in der Pfanne auf mittlere Hitze jetzt auslassen und leicht anrösten lassen. Zu unseren Nüssen kommt der fein geschnittene Knoblauch, zum Abschmecken ein guter Teelöffel mildes Currypulver und eine kleine Portion Chili. Gefolgt von einem guten Schuss Soja, ungefähr ein Esslöffel, das erspart uns im Nachgang das Salzen. Etwas Worcester, den Sud kurz einreduzieren lassen und mit einer Dose Kokosnussmilch ablöschen. Miteinander vermengen, aufkochen lassen und zum Abrunden kommt noch ein guter Esslöffel Erdnussbutter hinein. Ich habe jetzt hier die mit Stücken gewählt, das bringt einfach nochmal so ein bisschen mehr Sämigkeit und Crunch mit rein. Es geht aber auch die Feine. Der Dip hat durch die Nüsse und die Kokosnussmilch jetzt einen relativ hohen Fettanteil. Wen es also stört, dass sich so ein kleiner Fettrand bildet, der kann den Dip auch noch mit etwas Stärke abbinden und dann zum Auskühlen von der Platte nehmen. Und das ist schon alles. Die Katsu-Hähnchensticks serviere ich jetzt mit Basmati-Reis. Wer mag, kann sie auch in Reispapier einwickeln und mit verschiedenen Gemüsesorten servieren. Dazu unser lauwarmer Erdnussdip. Getoppt mit etwas frischer Frühlingszwiebel und noch ein paar Reste unserer geschroteten Erdnüsse. Die sorgen nämlich nochmal für den extra Crunch beim Dip. Und das ist es. Super einfach, knusprig, crunchy, saftig von innen, nussiger Geschmack und in der Herstellung lässt es jedem sehr viel Spielraum. Wenn euch das Video gefallen hat oder ihr etwas gelernt habt, dann lasst doch ein Like da oder auch ein Abo. Genießt euer Katsu und wenn ihr wissen wollt, was ihr noch so Schönes mit Katsu Chicken anstellen könnt, dann solltet ihr dieses Video hier nicht verpassen. Bis dahin, guten Appetit und tüdelü!